Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu Mario Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part sind wir in die Lana-Fabrik eingedrungen und jetzt werden wir mal erkunden, was so vor sich geht. Hammerbrüder. Zutritt verboten. Sämtliche Deppen-Eindringlinge werden von uns Hammerbrüdern verhackstückt. Wir sind Verbündete der Schrubs. Wir euch verhackstücken und dann halb tot lachen. Ihr dann heulen. Wir erhalten Order über Antennen auf Helmen. Klasse Tyler. Müssen alle Befehlen gehorchen. Wir verhauen gerne Deppen. Meister Schrubs dann ziemlich glücklich. Ihr gleich Deppen. Brüder gleich toll. Bereit für Vermüllung. Tut, 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 tut. Nase. Ich rieche eine Verschwörung. Deppen immer noch aktiv. Weiter drauf und bis Deppen verhackstückt. Flucht unmöglich. Wir so toll wie euch noch schmerzschuldig. Ihr plattgemacht von tollen Hämmern. Error 404 verstanden und found. Die Hammerbrüder sind ein Boss. I guess. Grüne Panzer sind, schätze ich mal, sehr effektiv hier, weil Schaden, ganz viel Schaden. Und wir müssen das mit den Babys machen, also da ist nicht gerade das Beste, was es gibt. Und dann, die haben ganz schön viele Moves, aber wenn denen der Hammer abbricht, wenn sie den Move, diesen Move machen, dann müsst ihr nichts tun, weil dann fliegt er über einen drüber. Okay, das könnte sich lohnen, wenn ich das so mache, nicht, I guess. Mal schauen, bricht er mal nicht daheim ab? Okay. Man kann den nämlich auch dodgen. Aber wenn den ständig der Hammer wegfliegt, dann muss ich nichts machen, okay? Ich versuche mal die Brossblume an den. Habe ich, glaube ich, nicht so oft. Mal schauen, ob das hilft. Oh! Brossblumen sind sehr effektiv hier. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, Hammerbrüder und Feuerblumen sind nicht gerade eine gute Kombi, die immer für die Hammerbrüder galt. Aber gut. Es gab aber auch Feuerbrüder von denen her. Mal schauen. Bam. Und bam. Mal schauen. Wann geht denn einer von euch down? Komm schon. Wie viele HP? Ah, danke. Ich meine, ihr wisst jetzt sicher schon, wie viele HP die haben, weil ich es euch schon reingeschrieben habe. Oder mit diesem Enemy BIOS. Aber ich habe jetzt im Moment keine Ahnung. Okay. Seltsame Benutzung von Hämmern, aber hey. Ich beschwere mich nicht wirklich. So, einfach mal ein bisschen Button mashen und der ist down. Yeah, yeah. Die Antenne auf meinem Helm ist kaputt. Oh Mann, endlich! Hey, meine ist auch kaputt. Was für ein Glück. Hast du dir mal angehört, was wir für einen Müll von uns gegeben haben? Ich weiß, Kumpel. Mal ernsthaft, wer spricht denn so? Wie auch immer. Ich glaube, diese Knirpse haben uns befreit. Glaubst du? Ihr kleinen Windelpupse habt unsere Antennen geschrottet? Fantastisch, ernsthaft. Vielen Dank. Ihr habt unsere Haut gerettet. Wir waren nicht mehr ganz richtig im Kopf. Dann wollen wir euch als Dank diese Hämmer überreichen, die wir noch übrig haben. Ja, weil Hammerbrüder immer mehrere Hämmer haben. Die größer sind als die von denen. What the hell? Warum bitte nicht die? Jetzt könnt auch ihr Hammerbrüder sein. Oh, I see what you did there. Aber vorher sollten wir euch beibringen, wie ihr damit umzugehen habt. Jetzt haben wir Hämmer. Nice. Seid ihr bereit, das 1x1 des Hämmerns zu erlernen? Wir erklären es euch von hier oben aus. Also sperrt die Augen auf, Kerlchens. Kerlchens. Okay, Schritt 1. Ihr drückt R, um das Action-Symbol zu Hammer- und Bohrer-Dingenskirchen zu schalten. Wenn diese Symbole angezeigt werden, vollführen X und Y andere Aktionen. Mehr folgt sofort. Habt ihr die Action-Symbole auf Drücken von R umgeschaltet, müsst ihr nur noch den X, nur noch X drücken. Dann schwingt Baby Mario seinen Hammer. Pow! Damit kann er Hindernisse zerschmettern und Wände einreißen. Versucht es doch mal, kleiner Mann. Ich warte weiter oben. Okay, mit dem Hammer haben wir so einen Angriff nach vorne ein bisschen und damit können wir halt Hindernisse entfernen. Also ja.
Gut, du scheinst ein Naturtalent zu sein, Kleiner. Nun wollen wir die zweite Hammeraktion lernen. Die ist echt scharf. Damit könnt ihr euch in die Erde graben und unterirdisch reißen. Somit könnt ihr unter Toren und ähnlichen Hindernissen hindurchkriechen. Wie ich bereits vorhin erklärte, drückt R, um das Action-Symbol zu wechseln. Drückt dann auch Y, somit steht ihr aufeinander. Drückt dann nochmal Y. Brzup! Schon grabt ihr euch in den Boden wie ein richtiger Babybohrer. Ziemlich cool, nicht wahr? Mit dieser Technik könnt ihr direkt unter diese Barriere hindurch. Um wieder an die Oberfläche zu gelangen, drückt X oder Y. Sehen wir uns das mal an. Los, Jungs! Okay! Dann raufspringen und runterbohren und dann wieder hochgehen. So funktioniert der Babybohrer. Und ja, jetzt noch ein bisschen Tutorial mit... Ja. Durch solche Metallböden können wir uns halt nicht bohren, also von dem her... Ey, so. Das soll immer noch wissen. Und es gibt noch eine weitere interessante Funktion der Babybohrer, des Babybohrers, aber die, zu der komme ich später. Somit endet die Hammerstunde, ihr kleinen Racker. Oh, wartet, eine kleine wichtige Information haben wir noch für euch. Sucht während euren Abenteuers nach verdächtigen Markierungen auf dem Boden. Findet ihr eine solche Markierung, grabt euch hinein und kommt gleich wieder nach oben. Wenn ihr euch unter einer Markierung hochgrabt, findet ihr eine Bohne. Sammelt ihr viele Bohnen, werden euch gute Dinge widerfahren. Und das ist alles, was wir euch damit zu erzählen haben, Knirpse. Setzt diese Hämmer ein, um eure Kumpel zu retten. Dann mal los, Bruder! So, jetzt haben wir Hämmer und das ist eh die einzige Tür, die wir jetzt durchgehen können, also gehen wir einfach mal da weiter. Und benutzen unsere Hämmer, um hier mal zu schauen. Bisschen Tutorial-Obstacle-Kurs hier. Ja, nicht wirklich viel. Aber hier die erste Markierung, runtergraben, hoch und wir bekommen eine Bohne. Bohnen sind... Oh, hi. Verzeihen Sie bitte die Störung, ich muss Sie nun über die Bohnen informieren. Bitte drücken Sie A. Drücken Sie nun bitte nach rechts auf den Steuerkreuz. Hier sehen Sie, wie viele Bohnen die beiden Kleinen bereits aus dem Erdreich zutage gefördert haben. Das ist alles, worauf ich... Ja. Also, ja. Das ist sozusagen ein Bohnen-Counter und Bohnen sind... Dazu komme ich später noch. Es ist nicht kompliziert, aber mit Bohnen können wir im Moment nichts einfangen, aber es ist nützlich, wenn wir viele Bohnen sammeln. Ja. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen puzzle-heftiger hier. Aber gut. Das ist zwar... Ey. Hoch, hoch, hoch. So. Jetzt darunter, Items, Nutzer und Panzer. Und mit Hammern können wir auch Schalter betätigen, wer hätte gedacht. So. Jetzt gehen wir da rein, hitten den Schalter und die zweite Plattform kommt her. Kommt heraus. Jetzt bauen wir uns da drunter, da auch und dann die Plattform hoch. Und jetzt gehen wir in die Kanalisation. Oder, ne, in den Lüftungsschacht. Ups. Frischwurzen kriegt sie auch? Okay. Da vorne haben wir einen stacheligen Gegner, den können wir mit dem Hammer. Oh. Verdammt! Tutorials! Hey! Passt gut auf, denn jetzt zeigen wir euch, wie man mit Hämmern kämpft, so wie wir! Wähle den Hammer! Stachel Schruper! Jetzt! Wenn dein Hammer zittert, drücke den X-Knopf! Sagt dem kleinen Krümels und blablabla. So! Okay, jetzt zeige ich euch, wie ihr einen Angriff mit dem Hammer kontern könnt. Wenn der Gegner auf euch zustürmt, drückt und haltet den Knopf und dann... Lasst ihn los! Gut, perfekt. Genau dieses Timing müsst ihr euch merken. Yeah. Alles klar, jetzt oder wie? Wartet, bis er zittert und schlagt zu erbittert. Was? Der Konter erfolgt durch Halten und Loslassen des Knopfes. Vergesst nicht, fleißig zu üben. Oh yeah, Hammerkämpfe. Also mit Hammern können wir jetzt kämpfen. Das ist sehr gut, weil stachelige Gegner hätten wir vorhin nicht schaden können. Yeah. Bam. So. Genau. So, da ist noch einer und ich versuche jetzt einfach mal den Ersthit mit dem Hammer zu bekommen. Yeah.
Das macht die Gegner ohnmächtig. Das heißt, er kann nicht angreifen. Soweit ich weiß, gibt es nur die Chance, dass er ohnmächtig wird. Und wie lange er ohnmächtig wird, ist auch random, soweit ich weiß. Also... dieser Random-Faktor ist nicht wirklich das, was ich gern hätte, aber hey. Pilz drauf. Cool. Stachelschrupper! Oh! Und durch normales Hammer angreifen kann der Gegner auch ohnmächtig werden. Ja. Ich weiß nicht die Chancen, aber vielleicht hängt es mit dem Bart-Status zusammen und Glück oder sowas? Ich habe keinen Plan. Würde ich mir aber denken können, dass das irgendwie mit Glück zusammenhängt. Weil das scheint wie eine reine Glückssache. Na gut, was weiß ich schon. Ja, ja. So. Da ist ein Stachelschrupper. Ich versuche mal das hier. Ja, genau. Man kann sich unter den Gegnern hervorbohren, sie dann in die Luft wirbeln, dann sind sie kurz betäubt auf der Oberwelt und dann kann man mit einem Hammerschlag den Kampf anfangen. Das ist eine nette Taktik, wenn man nur mit den Babys rumlatscht, weil... ja, sonst ist das nicht zu empfehlenswert. Weil dann müsste man von den die Babys runtergeben... die dann runterbohren lassen, hitten. Ne, dann nicht hitten. Das geht ja gar nicht wirklich, die Taktik eigentlich. Also ja, diese Taktik funktioniert nur, wenn man mit den Babys allein ist. Ich laber nur noch Scheiße. Ey, das war cheap. Das war sehr cheap. Wow! Okay. I guess that's it with that one. Aber gut, hier ist eine Bohne und Items. 10 Münzen, Unbehose mag ich nicht und Schwarz. Cool. So. Und jetzt müssen wir mit den Hammern diese Dinger zerstören. Yeah. So cute alle. Oh, Gegner. Well then. Hey! Gut, ihr seid ein Herz oder eine Seele. Ja, so muss das sein. Nur gemeinsam seid ihr stark. Wir bringen euch bei, wie man den Hammer einsetzt, wenn ihr im Huckepack-Modus seid, okay? Wähle den Hammer. Jetzt, wenn der Hammer zittert, drück schnell den A-Knopf. Der Knirps klettert dann noch höher. Und wenn er dann zittert, drücke X! Lass mich noch die Sache für Grünling erklären. Mit Y, dann B und Y! Und Hammerkonter funktioniert noch immer normal. So. Jetzt, da wir das wissen, können wir die Hammer im Huckepack-Modus auch verwenden und sind wieder mal ein Stückchen stärker. So. Und jetzt, da wir wieder vereint sind, schauen wir mal. Wie lang? Ach, das geht, da geht noch was. Da geht noch was. Bis zur blauen Röhre kommen wir noch. So. Jetzt sind wir wieder im Hauptraum und da lang. Oh, Kanonengib und neuer Gegner. Hi. Oh, ja. Das ist Dr. Schrub. Nach jedem Angriff, den die vollführen, holen die einen Pilz raus. Ein Gift oder einen normalen Pilz. Wenn die
Wenn wir sie angreifen, können sie den, verlieren sie dann den Pilz. Und wenn wir die nicht angreifen, verlieren sie den Pilz nicht. Giftpilz macht sie kleiner und schwerer zu treffen. Und groß oder ein normaler Pilz macht sie größer und stärker. Ja. I'm not a fan. Aber gut. Wieso greifst du zweimal an? Ernsthaft? So. Wow. Meine Güte, die halten schon viel aus. Der mag echt Giftpilze sehr, hä? Aber gut. Ah, jetzt hat er auch mal einen Giftpilz genommen. Okay, der ist tot und du auch. Cool. Baby Mario, Level 8! Du kriegst 1. Damn it! Ich will den ein bisschen defensiver machen. Ey! Sag mal. Da war eine 5! Okay, das Blöde ist, wir können stachelige Gegner im Huckepack-Modus nicht zuerst angreifen. Aber gut. Wir besiegen einfach mal den Gegner hier. Hier. Und bam! Was? Zweimal? Okay. Wenn du willst, I guess I can kill you that way too. Das kam unerwartet. Na gut. Oh, neuer Gegner. Ah. Lucky Tufo. Lucky Tufo spawnt diese Stachel-Schruppers und ist generell ein nerviger Gegner, weil ich nicht weiß, wie man seine Angriffe gut dodgt. Und er spawnt Gegner, generell. Ja. Verdammt doch! Ah, ich habe keinen Plan. Echt keinen Plan, wie ich den gut dodgen kann. Aber gut. Wenn ihr da im Kampf seid, mit einem Lucky Tufo im Kampf, solltet ihr euch echt erst auf den konzentrieren, weil... Ja, macht Sinn, oder? Mario Level 8! Du kriegst... Bart. 3 Barts? Okay, das gefällt mir. Luigi Level 8! Du kriegst... 5 Angriff! Yes, endlich mal. Da ist eine Bohne. So. Warte mal, sind da noch Bohnen im Raum oder. Nee. Ich bin ein bisschen paranoid wegen Bohnen, weil ich will so viele wie möglich haben. Für ein richtig gutes Item später im Spiel. Ihr werdet schon sehen, was ich meine, wenn ich es bekomme, aber hey. Röhre! So. Boah, Bohne. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir tiefer in die LAN-Fabrik gehen. Bis dahin, Wiedersehen.